Was hat Bocholt, das andere Städte nicht haben? Neben der Mundart, die wir gerade gehört haben, noch etwas anderes, nämlich einen Ludger Dikus. Der gebürtige Bocholter beging am 1.10. diesen Jahres sein 25-jähriges Jubiläum als Geschäftsführer der Stadt Marketing GmbH. Herzlichen Glückwunsch, Herr Dikus, für das halbe MI-Jubiläum im Dienste des Bocholter Mittelstandes. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Und vielleicht ist die enge Bindung, die Sie haben zu Ihrer Stadt, auch ein Teil der Erklärung für die Erfolgsgeschichte, die Sie uns jetzt präsentieren werden. Ich freue mich darauf. Schießen Sie los. Ja, vielen Dank und auch noch mal einen guten Tag in die Runde. Der Erfolg hat immer vielleicht einen Geschäftsführer, aber vor allen Dingen auch viele, viele Mitarbeiter und wie gerade in der Ankündigung ja auch schon zu sehen, Team Bocholt. Das stelle ich dann auch mal hier beim Bocholt-Gutschein und bei unserer Idee, die wir da durchgeführt haben, in den Vordergrund. Also vielen Dank für die Glückwünsche zu 25 Jahre Stadtmarketing. Hätte ich mir damals auch nicht träumen lassen. Und dass wir uns mal so digital aufstellen und wo dann aus Papiergutscheinen digitale Gutscheine werden, hätten wir uns vielleicht auch alle vor 25 Jahren noch nicht träumen lassen. Und was da in den nächsten Jahren passiert, ich glaube, die Halbwertszeit wird da umso extremer und umso spannender sein. Ja, was haben wir gemacht, wozu wir dann freundlicherweise von Marktintern mit dem Fair Play Award ausgestattet wurden? Wir haben das gemacht, was viele andere Städte auch gemacht haben. Wir haben uns mit einem digitalisierten Gutschein beschäftigt. Da sind wir ja nicht diejenigen, die allein auf der Welt sind, haben aber hier in Bocholt eine sehr intensive Unterstützung seitens der Stadt erhalten und haben da sehr eng mit der Bocholter Werbegemeinschaft kooperiert, um da sozusagen als Team für die Stadt was auf die Beine zu stellen. Wir alle erinnern uns an den Lockdown im April, Mai letzten Jahres, der dann ja einige Wochen oder Monate mit teilweise Unterbrechungen andauerte. Und das ganze Problem ging ja in die Richtung verminderte Kaufkraft, verminderte Umsätze. Wir kennen die ganze Thematik. Um uns dort zu positionieren, um dem Handel etwas Gutes zu tun, haben auch wir in Bocholt das Thema Stadtgutscheine aufgegriffen, haben da aber gleich den Schulterschluss mit der Stadt Bocholt gesucht und in der Politik und in der Verwaltung eine sehr intensive Unterstützung erfahren, und zwar finanzieller Art. Das heißt, die Stadtverordnetenversammlung hat im Jahr 2020 beschlossen, 1 Million Euro, also sage und schreibe 1 Million Euro Zuschuss zur Verfügung zu stellen, um einen solchen Gutschein nicht nur auf die Beine zu stellen organisatorisch, sondern um diese Gelder in den Handel zu bringen. Und wir haben die Kaufkraft dadurch extrem Herr Dikus, entschuldigen können. Sie, wenn ich Sie unterbreche. Ja. Sie sind, genau, Sie sind jetzt dabei, Ihre Präsentation zu starten. Wunderbar, ja, Sie haben noch locker 7 Minuten. Ja. Kein Problem. Um diese Sachen auf die Beine zu stellen, haben wir einen Rabatt von 25% ausgelobt, um eben den Umsatz, um aus dem Zuschuss, den die Stadt Bocholt gegeben hat, einen dementsprechenden Umsatz zu machen. Das heißt, wenn man den Zuschuss als 20-prozentige Rabattierung auf die Umsätze nimmt und dann den Handel, den wir motiviert haben, dazu nimmt, der nochmal 5% Rabatt gibt, so erreicht man 25% Ersparnis für den Kunden. Und bei all den Rabattschlachten, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, sind unseres Erachtens 25% eine ganze Menge, wo der Kunde dann auch drauf reagiert hat. Heißt also, wir haben einen reduzierten Gutschein auf die Beine bekommen. Mit den 25% Rabatt haben wir letztendlich einen Umsatz von 5 Millionen Euro auf die Beine gestellt. Also aus 1 Million Zuschuss der Stadt plus den Rabatten, die die Stadt, die die Akzeptanzstellen gegeben haben, konnten wir 5 Millionen Umsatz erreichen. Das ist uns auch gelungen. Das heißt, wir haben den Gutschein im Sommer letzten Jahres verkauft. Wir haben insgesamt 7 Wochen diesen Gutschein verkauft. Danach war ausverkauft. Danach waren 5 Millionen Umsatz für den Handel für 220 Akzeptanzstellen gegeben. Die Einlösezeit haben wir verlängern müssen, weil ja die verschiedenen Lockdowns dazwischen kamen, sodass es Einlösemöglichkeiten bis zum 31.01.2021 gab. Und nicht nur der Handel war beteiligt, auch Gastronomen waren beteiligt.
Das Ganze, ich habe gerade von Digitalisierung gesprochen, sowohl digital, sowohl online als auch offline aufgestellt. Das heißt, wir haben die Gutscheine online verkauft, haben das digitale Gutscheinsystem der Firma Tobit Software dafür genutzt. Wir haben die Gutscheine aber auch offline verkauft. Deutlich wurde dabei, dass der Großteil der Gutscheine tatsächlich in der Innenstadt gekauft wurde. Wir haben also mit diesem Gutschein, mit dem Gutscheinverkauf, den wir in einem leerstehenden Ladenlokal durchgeführt haben, den wir in unserer Tourist-Info durchgeführt haben, haben wir also die Leute letztendlich auch in die Stadt bekommen. Das hat dazu geführt, dass da durchaus lange Schlangen vor dieser Gutscheinverkaufsstelle waren. Die haben wir zwar schnell abgearbeitet und teilweise bis zu 4 Ausgabestellen gehabt, aber die Leute sind eben zum Gutschein kaufen in die Stadt gekommen. Und sie sind zum Gutschein einlösen in die Stadt gegangen. Wie gesagt, auch die Online-Verkaufsmöglichkeit oder die Online-Einkaufsmöglichkeit dieses Gutscheines war gegeben. Wir haben ihn dann verlängert bis zum 31.01.2021. Zu diesem Datum war der Gutschein dann zurück eingelöst und bei den über 220 Akzeptanzstellen waren dann 5 Millionen Euro Umsatz angekommen. Das Ganze nach der Verlängerung hat dann dazu geführt, dass dieses Erfolgsmodell vom Rat der Stadt, von der Werbegemeinschaft und von uns, der Stadtmarketinggesellschaft als Betreiber, nochmals fortgesetzt wurde. Das heißt, die Stadt Bocholt hat noch einmal in diesem Sommer 300.000 Euro Zuschuss zusätzlich gegeben, wieder bezogen auf die 25-prozentige Rabattierung, hochgerechnet auf den Umsatz, nochmal 1,5 Millionen Euro Umsatz zusätzlich, sodass wir durch diesen Gutschein, natürlich bedingt auch durch den Zuschuss der Stadt, letztendlich für 6,5 Millionen Umsatz für Handel und Gastronomie gesorgt haben. Dieser zweite Gutschein jetzt ist gültig bis Ende diesen Monats. Danach wird er auch nicht mehr verlängert. Danach wird die Stadt auch keinen weiteren Zuschuss geben, was aus unserer Sicht ja auch verständlich ist. Irgendwo müssen Gelder auch für andere Dinge eingesetzt werden. Aber letztendlich kann man sagen, dass wir durch dieses System den digitalen Gutschein einerseits eingeführt haben und ihn nach dem 31.10. diesen Jahres ja auch weiterführen möchten. Nicht mit einem städtischen Zuschuss, aber letztendlich mit den über 200 Akzeptanzstellen und werden uns da auch diverse andere Möglichkeiten überlegen, die wir mit dem Hintergrundsystem, mit dem Tobit-System dann durchführen können, die weitere Digitalisierungsmöglichkeiten für den Bocholter Einzelhandel und für die Gastronomie schaffen. Somit hat man dann ein System, was aus der Not heraus, aus der Krise heraus nachhaltig für den Bocholter Handel wirken wird. Und da dürfen wir an dieser Stelle nochmals Danke sagen, dass das landesweit für eine gewisse Aufmerksamkeit gesorgt hat, dass wir durch den Zuschuss der Stadt so viel für den Handel tun konnten, und das marktintern mit dem Fair Play Award da auf uns aufmerksam wurde und wir dann tatsächlich diesen Preis als Stadtmarketing, als Stadt Bocholt und als Werbegemeinschaft bekommen haben. Denn so ein Preis ist in der heutigen Zeit auch nicht selbstverständlich. Da haben eine ganze Menge Leute dran mitgewirkt. Und wenn dann so eine Ehrung dann noch dabei rauskommt, ist das Motivation, weitere Dinge auf die Beine zu stellen. Also für uns eine Erfolgsgeschichte. Und ich denke mal, da kann man für die Zukunft als digitalisiertes Gutscheinsystem noch eine ganze Menge draus machen. Ganz herzlichen Dank, Herr Dikus, für diese kurze, prägnante Vorstellung der Aktion oder der Aktionen, muss man ja sagen. Sie haben vieles angesprochen. Bevor wir auf Details eingehen, möchte ich Ihnen ganz kurz eine spontane Reaktion wiedergeben, die ich gerade hier bekommen habe von unseren Teilnehmern. Da heißt es, tolle Aktion und klasse umgesetzt von euch. Das ist die Meinung von Nico Scharten. Die teile ich auch. Herzlichen Dank. Nicht wahr? Also im Prinzip könnten wir jetzt einen Punkt machen und sagen, schön, alle anderen machen das einfach genauso. Ne? Aber also solange, Sie dürfen gleich dazu, Herr Dikus, was sagen, solange jetzt keine Fragen aus dem Teilnehmerkreis dazu sind, würde ich Ihnen gerne meine erste Eingangsfrage dazu stellen. Denn diese charmante Einfachheit, will ich jetzt mal sagen, die Sie gerade rübergebracht haben, die ist ja vielleicht nicht ganz so trivial, wie sie scheint. Fangen wir mal an mit dem Team Bocholt. Sie haben selber gesagt, Herr Dikus,
Das sind verschiedene Akteure gewesen. Ich möchte sie nochmal nennen. Wir haben es zu tun mit Wirtschaftsförderung Stadtmarketing, ja, als eine Institution oder GmbH. Wir haben es zu tun mit der Werbegemeinschaft der Händler und nicht zuletzt noch einmal mit der Stadt. Ne? Und weil das drei Akteure sind und weil wir das gut fanden, dass das drei Akteure sind, die sich zusammengeschlossen haben für diese Aktion, haben wir auch drei Fair Play Awards vergeben. Und Sie sind jetzt sozusagen stellvertretend der Sprecher sozusagen für das Team Bocholt. Und hier die Frage, wie geht das? Wie bringt man solche Akteure zusammen, die ja nicht nur, sagen wir mal, gemeinsame Interessen haben? Ich könnte Ihnen jetzt einen langen Vortrag über 25 Jahre Stadtmarketing halten. 2 Minuten bitte. Und viel Geduld und viel Geduld und viel Motivation, die man da immer wieder aufbringen muss. Das bezieht sich jetzt nicht auf Werbegemeinschaft oder Stadt, denn unsere Aufgabe hier beim Stadtmarketing ist da sehr häufig auch einfach Interessenausgleich. Leute, Menschen, Akteure zusammenbringen und Durchhaltevermögen aufbringen, wenn mal wieder Bedenken geäußert werden. Mhm. Das muss ich leider auch in Richtung Handel sagen. Darf ich auch in dieser Runde und möchte ich auch in dieser Runde durchaus sagen, um über 200 Akzeptanzstellen für solch ein Gutscheinsystem zusammenzubekommen, ist auch viel Akquisitionsarbeit im Handel notwendig. Meine Mitarbeiterinnen Kerstin Schmidt, Lisa Hebig, die sind auch in der Runde beim Tag des Mittelstandes dabei, sind genau wie ich durch die Geschäfte gezogen, die Vorsitzende der Werbegemeinschaft ebenfalls und haben motiviert, dass die Geschäftsleute dabei sind. Die Politik zu überzeugen, führt dazu, das kennen auch bestimmt etliche der Zuhörer und Zuschauer heute, dass du in diverse Fraktionssitzungen gehst, dass du den Verwaltungsvorstand überzeugst. Also letztendlich ohne Ausdauer, ohne sich manchmal ärgern und trotzdem weitermachen und ohne eine gewisse Kreativität bekommt man das nicht hin. Da stehe ich auch dazu, da geht das nur im Team. Aber ich glaube, wenn man so eine Institution hat wie eine Stadtmarketinggesellschaft oder ein Team Stadtmarketing oder jemand, der sich dahinter klemmt, nur so geht das heutzutage um Stadt, um Innenstadt, um City Marketing, City Management und dann solche Projekte wie den Bocholt-Gutschein professionell nach vorne zu bekommen. Und das ist uns hier mit dem Projekt gelungen. Es gibt Projekte, da gelingt das nicht, aber wie sagt man so schön in Zeiten von Digitalisierung, da muss auch mal was schiefgehen, damit andere Dinge wieder funktionieren. Mhm. Und das hat ja beim Bocholt-Gutschein geklappt. Mhm. Übrigens, ich sage das nochmal, nicht nur in Bocholt an sich, so ein Stadtgutschein gibt es in vielen Städten. Mhm. Was uns nach vorne gebracht hat, ganz klar, ist die Motivation der Akteure und der Zuschuss. Ja, letztes Stichwort, das gibt es in vielen Städten. Sie hatten auch einen Vorreiter, den wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, das war die Stadt Ahaus, die dieses System eingeführt hatte. Was unterscheidet Ihr Gutscheinsystem von dem, das in Ahaus praktiziert wurde? Die Höhe des Zuschusses, die Anzahl der Teilnehmer, die Größe der Stadt. Es basiert beides auf dem gleichen Tobit-Software-System. Und was uns unterscheidet ist, dass Ahaus in Bezug auf Digitalisierung tatsächlich noch einen Schritt weiter ist als Bocholt. Was daran liegt, dass ein großes Softwarehaus, welches ich jetzt gerade schon zweimal genannt habe, dort vor Ort ist, das reichlich etliches für diese Stadt gemacht hat. Ja, das ist sehr schön. Ich weiß nicht, ob das Verhältnis zwischen Bocholt und Ahaus genauso gut nachbarschaftlich ist wie das zwischen Düsseldorf und Köln. Aber jedenfalls besser. Noch besser, super. Jedenfalls ehrt es Sie, dass Sie sozusagen diesen Strauß nach drüben geben. Ich halte fest, Ausdauer, Kreativität, Überzeugung von der Sache, das sind die Stichworte oder die Pfunde, die Sie in die Waagschale geworfen haben. Und mir war es wichtig, diese sagen wir mal Termini zu bekommen. Ich habe damit gerechnet, dass Sie die nennen würden, um sie den Teilnehmern weiterzugeben, weil ich vermute, dass genau diese Frage sich stellen wird bei vielen. Wie komme ich denn dahin? Was brauche ich dafür? Was sind die Elemente? Was sind die Zutaten? Ne? Denn Sie haben es genannt, über 200 Akzeptanzstellen, 5 Millionen Euro Umsatz. Ich habe das mal mit meinem kleinen 1x1 runtergerechnet. Das bedeutet 20.000 bis 25.000 Euro durchschnittlich für das teilnehmende Geschäft. Das ist doch eigentlich ein sehr schlagkräftiges Argument, möchte man meinen. Wenn wir bei Durchschnitt bleiben, absolut.
und für die größte Anzahl der Akzeptanzstellen auch wirklich ein schlagkräftiges Argument. Gleichwohl gibt es auch bei so einem Gutscheinsystem diejenigen, die einiges mehr wie der Durchschnitt mitnehmen und einige, die ein bisschen weniger wie der Durchschnitt mitnehmen. Was an Branchen liegt, was an Größe von Geschäften liegt, was an Sortimenten liegt. Was uns dabei schon wieder geärgert hat, war, dass da gleich wieder versucht wurde, auf die Listen zu schauen, auch politisch, wer hat am meisten, wer hat am wenigsten, aus mancher Ecke kam, das bringt's doch nicht, aus der anderen Ecke kam, macht doch noch 3 Gutscheinsysteme oben drauf. Als System in der Corona-Krise und um Umsatz anzukurbeln, um Zuschuss zu verteilen, glaube ich, war das genau das, was Sie erwähnt haben, positiv für alle Seiten und dass es da, ja, welche gibt, die mehr bekommen und welche gibt, die weniger bekommen, liegt an der Struktur, liegt an dem, wie die Leute einkaufen. Ja, Herr Digus, exakt das war der Hintergedanke, den ich bei dieser Frage hatte, denn mir war klar, dass sie einen Pferdefuß hat, den Durchschnitt macht keiner, die einen machen mehr, die anderen machen weniger, also funktioniert das System auch nur, wenn man sich gegenseitig ein bisschen etwas gönnt vom Kuchen, ne? Sehr interessant. Ich meine, die Corona-Zeit verlangt uns ja viel ab, aber es kommt auch viel zum Vorschein, würde ich mal denken. Und eben auch die guten Seiten, die man aktivieren kann mit bestimmten Eigenschaften, könnten zum Vorschein kommen. Wir haben das Phänomen der, ich drücke es jetzt mal ein bisschen pathetisch aus, widersprechen Sie mir, wenn das nicht stimmt, gesellschaftlichen Solidarität oder der Bereitschaft dazu, verkörpert in Kunden, die diese Gutscheine alle abgerufen haben. Die haben ja ihr eigenes Geld dahingelegt. Natürlich war das bezuschusst, aber sagen wir mal, die primären Akzeptanzstellen waren ja erst einmal die Kunden, die bereit waren, in Bocholt einzukaufen. Da würde ich unterstellen, dass das auch ein Stück weit Ausdruck war der Verbundenheit mit ihrer Stadt seitens der Kunden. Das Zweite ist dann die wirtschaftliche Kooperation, die wir sehen, nicht wahr? Dass Händler eben auch sagen, gut, und das kommt jetzt uns allen zugute, vielleicht nicht mathematisch 1:1 und in bestimmten Prozentzahlen, aber langfristig als Gemeinschaft vor Ort, die wir sind. Insofern war die Idee, dass man das auch als Motto nimmt, das ist der gemeinsame Erfolg, der dann so trivial klingt, obwohl man, wenn man weiß, was dahinter steckt, sagen muss, das ist eine gewaltige Arbeit. Würden Sie das so sehen, dass man sagen kann, gesellschaftliche Solidarität plus wirtschaftliche Kooperation kann ein Erfolgsmodell vor Ort sein in diesen Zeiten? Ja, vor allen Dingen letztendlich vom Kunden her gedacht. Ja. Haben Sie ja gerade erwähnt, den Kunden dahin bekommen, dass er einerseits auch in seiner Stadt einkauft, dass er die Geschäfte vor Ort unterstützt. Was Sie aber auch feststellen durften, war, und wir haben es ja auch als Marketinginstrument für Bocholt genutzt, dass auch etliche Kunden von außerhalb gekommen sind. Ah. Also natürlich wurde der Großteil der Gutscheine an Bocholterinnen und Bocholter verkauft oder an die Städtchen so in der Umgegend. Aber durch werbliche Maßnahmen auch etliches nach außerhalb. Und somit hat dieser Bocholt-Gutschein auch zur Imagewerbung für die Innenstadt von Bocholt beigetragen. Dass aber Rabatt für den Kunden mit Kauf bei den örtlichen Geschäften kombiniert wurde, würde ich genauso sehen wie Sie. Und da haben auch viele Kunden in der Schlange gestanden und gesagt, das ist aber mal eine gute Idee für die Bocholter Geschäfte und für den Bocholter Kunden. Ich habe jetzt noch eine Frage bekommen, beziehungsweise es ist eher ein Kommentar. Ich lese den mal vor, wenn Sie erlauben. Der Unterschied lag, also zwischen Ahaus und Bocholt, lag auch in der zeitlichen Begrenzung der Gutscheine in Bocholt. Das war sehr clever von Bocholt. Finde ich auch. Ja. Ich würde Ihnen jetzt die Frage ersparen, was dann nach Ablauf des Einlösezeitraums genau passiert ist. Ja? Also mit den Gutscheinen sozusagen, die nicht eingelöst wurden. Vielleicht können wir die nachher nochmal in der Kaffeebar klären. Ich muss nämlich leider schon wieder überleiten, Herr Dikus. Ich sehe, Sie wollen noch was sagen. Ich würde gerne Ihren Schwung mitnehmen in die Kaffeebar und dann auch andere partizipieren lassen, dass wir da weiter sprechen. Ich würde mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken wollen für diesen Einblick. Und es war, glaube ich, ein echter Einblick in die Baustelle, wenn ich mal so sagen darf, wenn ich die Kräne hinter Ihnen mir anschaue. Das ist sehr lebendig und konstruktiv im wahrsten Sinne des Wortes. Machen Sie bitte so weiter. Ich freue mich, dass Sie noch für die Teilnehmer zur Verfügung stehen. Mit dabei in der Kaffeebar, wenn ich das noch sagen darf, wird ein Jurymitglied
unserer Fairplay-Auszeichnung sein, nämlich Herr Eisinger von Kauft Lokal, der sich freut, mit Ihnen und den anderen Teilnehmern ein paar Worte auszutauschen. Vielen Dank. Gerne. Ja, ganz kurz noch. Geht das noch? Oder ist es schon weg? Herr Diekhaus, von mir aus auch einen ganz herzlichen Glückwunsch nach Bocholt für diese Ausdauer, die Sie gezeigt haben. Ich war früher mal Geschäftsführer in einem Wirtschaftsverband für Bahnhofsbetriebe. Und ich weiß, wie mühselig das damals war, die Pächter alle an einen Strang zu bringen, weil da natürlich jeder unterschiedlich von Marketingmaßnahmen profitiert hat. Und Sie haben ja immerhin 50 Gesellschafter sozusagen im Boot. Ich bewundere Sie wirklich, wie Sie das alles sozusagen harmonisch irgendwo dann unter einen Hut bekommen dann. Aber Sie haben es gezeigt, es funktioniert. Also wir sehen uns nachher in der Kaffeebar. Nochmal Glückwunsch von mir. Meine sehr verehrten Damen und Herren.